Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es... Moment. Ich denke, ihr wisst es schon. Ihr habt es bestimmt gelesen. Aber es gibt ein Haul und ich freue mich. Adresse habe ich abgedeckt. Ich mache das jetzt komplett mit euch auf. Ich hoffe, es ist alles drin. Es ist so leicht. Wir gucken einfach mal. Wir machen das Ganze jetzt erstmal auf. Ich habe hier mein Messerchen auch schon mal hergelegt. Und ich bin so gespannt und ich freue mich und überhaupt. Und ne, wie das halt so ist, wenn der Postbote klingelt und einem was Schönes bringt. Okay, einmal so. Ich klappe jetzt als erstes das hier einmal auf. Ich muss reingucken, ob wegen denen, da ist ja immer ein Brief mit drin, ne? So ein netter Brief. Und den möchte ich gerne eigentlich als erstes rausholen, aber... Ich sehe ihn noch nicht. Moment. Das hat er. Okay, Moment. Jetzt habe ich schon reingeluschert. Ihr seht noch nichts, das ist böse, ne? Aber ich finde den Zettel nicht. Moment. Nee, scheint aber auch alles drin zu sein, was ich bestellt habe. Ah, da ist er. Okay, Moment. Den ziehe ich einmal raus. Okay. Dann kann ich euch nämlich auch die Preise gleich sagen. So, wie wir sehen, haben wir hier ein bisschen Folie. Ne, wir machen das anders. Pass auf, ich schiebe die Kiste jetzt aus dem Bild. Ihr habt gesehen, ich habe es mit euch gemeinsam aufgemacht. Hätte ich auch vorher machen können, ne? Ich schiebe das jetzt mal hier aus dem Bild. Falls wir das Messerchen nochmal brauchen. Das brauchen wir natürlich nicht. Kann ich damit irgendwas anfangen? Nee, wüsste ich nicht. So, dann haben wir jetzt Papier. Damit kann ich was anfangen. Gucken wir mal. So, okay, ich freue mich. Und zwar gab es etwas... und der ein oder andere, der mich schon länger verfolgt, weiß es einfach. Ich liebe, liebe Gorgeous. Und es gibt neue Gorgeous Stempel. Und die musste ich natürlich, es geht nicht anders, die musste ich haben. Es ist aber nicht nur Gorgeous. Es ist nicht nur Gorgeous, sie haben noch ein bisschen was anderes da drin. Und ich finde die zuckersüß. Wir machen das mal auf. Ich will das natürlich alles sehen, was wir da... für Stempel haben. So sieht das Ganze aus. Habe ich jetzt ein weißes Papier? Gott, bin ich schlecht vorbereitet. Moment. Okay, da haben wir ein weißes Papier und dann seht ihr das doch auch viel, viel besser. Ich nehme das, ja, ich nehme es einmal raus. Ich packe es dann gleich wieder rein. Weil dann glänzt das nicht so doll und ich liebe sie einfach. Okay, das ist das erste Set und vielleicht kommt man schon ein bisschen auf die Idee, um was es in diesem Set geht, wenn man das da oben gelesen hat. Ich lege das mal zur Seite und greife zum nächsten Stempel und das ist dieser hier. Den seht ihr leider auch nicht, aber das können wir auch ändern, schön vorsichtig. So. Und dann können wir die auch einmal da rausnehmen und die kleine sieht so aus. Und das ist doch auch herzallerliebst, oder? Also ich, wie gesagt, ich liebe Gorgeous, ja. Ja, legen wir auch zur Seite. Ein bisschen kommt ja noch, weil wer Gorgeous kennt, weiß, es gibt immer 4 Stück. Auch die packen wir einmal aus. Das ist jetzt nicht die richtige Reihenfolge. Ach, so, da ist er. Und ich denke, jetzt kann man schon mal die Thematik so ein bisschen erkennen, um was es dieses Mal bei den Gorgeous geht. Und ich finde das, wie gesagt, ich finde das so, so schön. Ach so, der Preis, ne? Moment, Moment, das packe ich jetzt mal wieder rein. Und zwar, die kleinen kosten jeweils 4,50 Euro und der große hat 8,20 Euro gekostet. Ja, das ist so der normale Preis bei den Gorgeous, würde ich sagen. Das ist jetzt nichts großartig anderes. Und hier haben wir einmal Hasenohren mit der Uhr. Wie gesagt, ich finde es super, super niedlich. Kann ich mich nur wiederholen. Das Schöne ist halt auch, das hat halt so einen Sammeleffekt. Ne? Das ist vielleicht das Problem für mich hier gerade. Die nächste. Und dann haben wir alle 4 Gorgeous, die es neu gibt. Ich bin da immer am Gucken. Ich bekomme das gar nicht so wirklich mit, wann die neu rauskommen oder so. Ich finde sie einfach niedlich, ne? Okay. Gut, wieder zurück. Moment. Wir werden die natürlich auch nochmal abstempeln gemeinsam. Aber das machen wir nicht in dem Video. Das machen wir, da machen wir ein extra Video für, würde ich sagen.
Und das gab es halt auch noch dabei. Das nennt sich Wonderland. Auch das hat 8,20 Euro gekostet, das Set. Und da sind die kleinen Karten bei. Wir ziehen das raus. So sieht's aus. Das ist... Ich liebe es einfach. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Diesen Hintergrund finde ich auch sehr, sehr cool. Lege ich uns das zur Seite. So, und dann geht's weiter. Oh, ich habe ein kleines Geschenk scheinbar bekommen. Und zwar ein kleines Schaukelpferd. Und dann seht ihr auch, wo ich bestellt habe. Sehr niedlich. Okay, lege ich mir auch zur Seite. Ja, womit machen wir weiter? Wir machen hiermit weiter. Das ist ein bisschen was anderes. Und zwar, und ich denke, jetzt kann man es auch schon erraten, es geht halt um Alice im Wunderland, ist ja ganz klar. Und ich würde halt ganz gerne ein Alice im Wunderland Album machen, Junk Journal. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie. Mir fehlen dann auch noch ein paar Sachen. Ich möchte dann auch noch ein bisschen was anderes haben. Aber hier habe ich einfach den Anfang mitgemacht. Und ich fand das so bezaubernd, dieses Papier. Das ist echt schön. Ach, das ist doppelseitig bedruckt. Okay, Moment, da müssen wir auch die hintere Seite uns einmal anschauen. Das sieht so aus. Es geht dann weiter. Wie viel haben wir davon? 3. Dann haben wir hier so Bücher. Auch sehr, sehr cool. Dann sieht die Rückseite so aus. Auch 3. Und das ist ja wohl mal sehr, 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 sehr schön. Die Rückseite finde ich auch sehr cool. Auch 3 Stück von. Oh, okay. Wie so Briefmarken auf jeden Fall. Und hinten ein Schachbrettmuster drauf. Okay, das ist in der Kamera immer unangenehm. Schnell weiter. Auch wunderschön. Rückseite sieht so aus. Okay, das ist sehr klein hier. Das ist einmal so ein Ticketstreifen und so Karten sind da mal drauf. Okay, dann haben wir hier Karten. Auf der anderen Seite ist Alice. So, und dann nochmal den Kleinen hier, den Hutmacher. Und die Rückseite, da haben wir die Uhr. Und dann haben wir hier nochmal die Alice in groß. Und so sieht die Rückseite aus. Also, auch das Set finde ich sehr, sehr cool. Ich hatte das gesehen und dachte mir, das muss ich auf jeden Fall haben. Azuka Studio. Wie teuer waren die denn? Wir gucken mal. Das ist es nicht. Kleinen Moment. Steht hier nicht so wirklich drauf. Gibt es ja noch? Nee, gibt es auch nicht. Ich würde sagen, Slim Paper ist das hier, ne? Dann müsste es 7,80 Euro gewesen sein. Dann müsste es 7,80 Euro sein. Finde ich okay dafür. Lege ich mal da hinten hin. Ich packe das natürlich wieder zurück. Jetzt fürs Video lasse ich das nur ausgepackt. Okay, womit machen wir weiter? Ja, das hier, das ist Collage Medium von Tim Holz. Das ist sehr cool für Collagen und. Ich habe mir diesmal auch den passenden Pinsel dazu bestellt. Den wollte ich jetzt unbedingt einmal testen. Den machen wir einmal auf auch. Na, wirklich an. Noch irgendwie fühlt sich das anders an. Ich bin gespannt. Das Zeug kenne ich, aber halt den Pinsel nicht. Den wollte ich jetzt aber, wie gesagt, den wollte ich jetzt gerne dazu haben. Ich wollte das mal testen. Die Produkte sind ja nun mal immer aufeinander abgestimmt, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Ob ich das mit dem Pinsel mache oder mit einem ganz normalen anderen Pinsel, das weiß ich leider nicht. Das wird sich jetzt herausstellen auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr cool, um Collagen zu machen. Und es ist matt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr glänzendes Papier habe, kann ich es mit diesem Matt-Medium hier... ja, diesen Glanz nehme ich dann daraus. Das ist sehr cool. Kann ich also nur empfehlen. Dann geht es weiter. Ja, das brauchte ich. Mein Messerchen habe ich hier noch. Moment. Und zwar ist das einfach nur zum Nachfüllen. Einmal Vintage Photo. Und einmal, weil das Old Paper bei mir auch leer war. Also natürlich beide. Ganz klare Sache. Ich finde es aber sehr praktisch, dass man das halt nachfüllen kann. Gut, dann geht es weiter. Und zwar gibt es ganz kleine Journaling-Karten.
auch von diesem Set. Die haben gekostet, wenn ich es jetzt finde, 3,50 Euro. Wir machen das mal auf. So. Und da gibt es drei unterschiedliche drin oder vier? Vier unterschiedliche. Das sieht einmal so aus von der Seite. Die Rückseite sieht so aus. Dann haben wir einmal hier die Alice. Die Rückseite sieht so aus. Wir haben die Karten hier und Rückseite sieht so aus. Und dann haben wir hier einmal unser Rabbit und die Rückseite sieht so aus. Auch die finde ich sehr, sehr cool. Moment, das war irgendwie sehr cool geordnet. So. So und so. Wann dieses Alice-Album kommt, ich würde das gerne mit euch gemeinsam machen, weiß ich noch nicht. Also wenn jetzt die Frage kommt, warum machst du das denn? Morgen? Nein, das machen wir nicht morgen. Das dauert ein bisschen. Wie gesagt, das ein oder andere fehlt mir dazu auch noch. Da muss ich auch mal schauen. Das räume ich jetzt sofort wieder rein. Nicht, dass ich die hier irgendwie verteile im Raum oder so. Ich kenne mich. So, sehr schön. Freue ich mich auch sehr drüber. Dann geht's weiter. Und zwar gibt es ja für die Gorgeous ein Sammelalbum. Und dieses Sammelalbum hat immer so Pockets. Und, sehr cool. Die können wir uns ausschneiden. Diese Pockets brauche ich dann natürlich. Natürlich gibt es das alles extra und einzeln. Da kann man ja auch Geld mitmachen dann am Ende. Ich bin so ein Opfer davon. Ich muss das so sagen. Ne? Das tut mir leid. Oh, okay. Jetzt versteht man vielleicht warum. Oder auch nicht. Aber ich bin es halt nun mal. Und das kommt gleich dann zu den anderen Gorgeous-Stempeln. Die kommen dann jetzt hier gleich rein. Und dann sortiere ich das ein. Sehr schön. Okay, wie gesagt, ich freue mich sehr. Dann bei dem letzten Set gab es für die großen Stempel auch so eine Pocket. Und das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt erst gesehen. Und die habe ich mir gleich mitbestellt, dass ich die da habe. Und hier sind zwei Pockets sogar drin. Oh, okay. Das Mädel können wir auch ausschneiden, wenn wir möchten. Ich lege mir das mal da hinten hin. Und hier, okay, da haben wir gar nichts drauf. Haben wir auch nichts drauf, aber das ist nicht schlimm. Das heißt, ich habe jetzt sogar Pockets für die, Moment, ich greife nochmal rüber, für die großen Alice-Sachen. Das ist sehr, sehr schön. Da freue ich mich sehr drüber, wirklich. Also das finde ich sehr schön. So, es war aber natürlich noch nicht alles. Soll ich da XXL-Haul reinschreiben? Für mich ist das ein XXL-Haul, war teuer. So, und zwar gibt es dann noch Stencil von den Gorgeous für Alice. In Anführungszeichen für Alice, ne? Also das muss man auch sagen. Ich mache das hier vorsichtig auf. Dann kann ich auch ein bisschen was zu der Qualität von den Stencils sagen, weil, achso, wie teuer waren die jeweiligen, wie heißen sie, Pockets? Ich glaube, das hier, also das einzelne, hat 11,50 Euro gekostet und das andere 16,70 Euro. Also echt ein stolzer Preis dafür, wie ich finde. Und die Stencils haben gekostet 7,20 Euro. Okay, sind sie in meinen Augen 7,20 Euro wert? Ja. Also sie fühlen sich hochwertig an, definitiv. Sind nicht lapperig, das heißt, wenn man sie auflegt, die halten auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut. So, wir haben einmal das und das. Das war eigentlich der Grund, warum ich es dann gekauft habe. Das hier weniger. Aber sieht auch cool aus. Muss ich sagen, die Maus finde ich cool, die kleinen Zeichen finde ich gut und diesen Weg. Die anderen Sachen nicht so, aber ist okay. Für 7,20 Euro, ich habe zwei Stück, kann man so ungefähr sagen, 3,60 pro Stück. Ist okay. Ist okay. Die Qualität ist gegeben, von daher ist das dann in Ordnung. Wir packen das wieder rein hier. Schön zu machen. Herz allerliebst. Okay, ich glaube, das war alles mit Gorgeous. Jetzt geht es aber trotzdem weiter. Ich habe noch was anderes. Und zwar braucht man natürlich, wenn man ein Alice-Buch macht, auch das passende Alice-Papier von Stamperia. Ein Set von den Stamperia-Papier habe ich. Das brauche ich also nicht mehr. Das andere Set von Stamperia. Mal gucken, ob ich mir das noch dazu kaufe. Ich habe mich jetzt aber erstmal für dieses Set hier entschieden. Das heißt Wonderland. Das ist wieder dieses Azuka-Studio. Und das hat gekostet, ich drehe das mal so um, könnt ihr mit drauf gucken, wer es als erstes findet. Da ist es, 12,10 Euro hat es gekostet. Und
Das machen wir natürlich auch. Also bitte. Das sieht doch so, so schön aus. Müll produziert. Fantastisch. Wie kriege ich es auf? Gar nicht. Nein. Oh mein Gott. Okay, ich kriege es echt nicht auf. Warum geht es denn jetzt nicht auf? Ich dachte, das habe ich da jetzt. Nein. Okay, Moment. Wir kriegen das auf. Ich muss da ja dran. Ich muss euch das ja zeigen und ich will das ja selber sehen. Okay. Wir nehmen das Messer. Irgendwo hier eine kleine Ecke. So, okay, sehr gut. Dann kann ich das gleich umpacken. Das ist nicht so schön. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja meine Hüllen, wo ich das immer reinpacke. Ich kann euch das mal eben zeigen. Moment. So, und zwar hier. Das sind so ja, LP-Hüllen. Da packe ich das immer rein. Die kann ich euch unten gerne auch verlinken, wenn ihr möchtet. Und das machen wir gleich. Aber erstmal müssen wir uns das jetzt hier anschauen. Oh mein Gott. Okay. Ich liebe es. Okay. Es hat so einen leichten Glanz. Wie gesagt, wenn man das hat, dann kann man hiermit einfach drüber gehen. Dann ist dieser Glanz eigentlich auch weg. Dann stört das auch nicht. Oh mein Gott, okay. Ja. Mein Papier. Das ist mein Papier, definitiv. Sehr, sehr schön. Ja. Wunderschön. Doppelseitig bedruckt auf jeden Fall. Ihr habt jeweils zwei Bögen von dem Papier da drin. Doppelseite. Ja. Auch hier einmal die Rückseite. Oh. Heißt, ihr habt sie auch doppelt, die Karten. Also es sind Journal-Karten. Auch sehr geil. Kann ich jetzt nicht anders sagen, ne? Also finde ich sehr schön. Dann haben wir die. Auch Karten nochmal. Traumhaft, wirklich. Traumhaft schön. Finde ich fantastisch. So, und dann packen wir das hier gleich rein. Allein aus Sicherheit schon. So. Und dann ist das ordentlich weggeräumt. Nicht, dass ich es verliere. Und jetzt habe ich noch einen Block und der ist sehr teuer gewesen. Der kostet nämlich 22 Euro. Und der ist von Graphic 45. Das ist aber Papier. Ja, das liebe ich. Das ist auch so Papier. Entschuldigung. Das ist, ja. Das ist einfach nur schön. Da sind sogar Sticker bei. Und wegen denen würde ich das jetzt nicht unbedingt kaufen. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe sie jetzt. Mal sehen, ob wir sie verarbeitet kriegen. Und wir fangen natürlich so rum an. Okay, das ist irgendwie verkehrt rum. So. So. Und ich finde immer, man sieht das nicht immer so gut im Internet so unbedingt. Okay, man hat hier so ein paar Sachen drauf, die man als Schablone nehmen kann. Ja, ist ganz nett. Dann haben wir einmal das hier. Schachbrettmuster. Und das ist auch sehr schön mit den Blumen hier. Dann haben wir hier einmal Tassen. Oh, Moment. Ich habe hier ein zu viel genommen. So sieht's aus. Ich finde das als Basic sehr cool. Man hat auf der einen Seite so ein bisschen echt was, wo was los ist. Und die andere Seite ist dann so ein bisschen Basic. Sehr, sehr cool. Hier ist auch sehr viel los. Traumhaft schön. Kann ich nicht anders sagen. Also wer so einen Stil mag, da ist das Papier sehr, sehr cool einfach. Dann haben wir das. Ja. Dann geht es hiermit weiter. Und man hat halt von jedem Papierbogen zwei Stück drin. Und dann haben wir hier Herzen. Traumhaft schön. Also wie ich finde. Einmal so zusammen wieder. Lege ich das hier einmal hin. Ja. Und das war's. War's das? Ja, das war's. Wie gesagt, ich möchte damit ein Alice-Buch machen, weil tatsächlich, ich wollte immer schon ein Alice-Buch machen, aber ich muss sagen, durch die Gorgeous, ja, ist das jetzt so. Das muss gemacht werden. Wie gesagt, wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Das dauert jetzt einfach noch ein bisschen. Ne? Wie gesagt, mir fehlt auch noch so das ein oder andere, was ich dafür gerne hätte. Da muss ich einfach erstmal schauen. Ich habe jetzt so ein paar Anfänge dafür auf jeden Fall schon mal.
Und da freue ich mich sehr drüber. Und ja, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr vielleicht schon ein Alice-Buch habt oder ob ihr auch eins gerne machen wollen würdet. Und vor allen Dingen auch, ob ihr Gorgeous sammelt. Also ich habe, ja, es machen so wenige, habe ich das Gefühl, mit den Gorgeous-Püppchen. Ja, einfach mal so eine Frage für mich. Für mich. Okay. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Ansonsten lasst doch auch gerne ein Abo da, wenn ihr sehen wollt, wann irgendwann das Alice-Buch kommt. Das, wie gesagt, es dauert. Aber es wird kommen, definitiv. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen. So.